Hallo zusammen, hier ist wieder eure Nanako mit einer Schlummerreise. Den Code seht ihr mal wieder. Und die Reise beginnt. So, und da sind wir schon wieder. Diesmal weiche ich mal von meinem Standardschema ab. Es gibt eine komplett weiße Insel. Und dann schaue ich mich halt mal wieder um. Mal schauen, welche Richtung fange ich heute an. Sache die Karte. Die Bewohnerhäuser sind ziemlich in einer Reihe. Okay. Dann fange ich halt einfach mal hier an. Okay, ganz weiß ist es nicht. Aber es ist trotzdem nett. Das ist auch mal nett. Eigentlich ein Haus gebaut aus Deko. Das ist auch mal wirklich eine schöne Idee. Könnte man da nachbauen. Dann haben wir hier ein Bewohnerhaus. Jetzt ein bisschen zum Pendant zum Weiß, halt komplett schwarzes Wohnzimmer, also Eingangsbereich, eine nette Küche. Ein Dschungelbad. Auch nett, ja. Ja, ein asiatischer Raum, Schlafzimmer. Aber ich schaue mich doch mal lieber weiter auf der Insel um, weil wegen den Häusern sind wir nicht hier. So, da haben wir das Museum. Er hat auch wieder mit den Statuen dekoriert. Eine Stierbadewanne draußen, okay.
Es ist auch hübsch mit den Wasserfällen und den goldenen Rosen. Es wirkt eher sehr luxuriös, durch Gold und durch Weiß. Ja. Es ist wirklich schön. Jetzt bin ich hier bei den Bewohnerhäusern. Einen kleinen Garten nebenan. Dann schaue ich mal weiter unten. Ein kleiner Spielplatz, auch wieder sehr in Weiß gehalten. Kleines Café, ja, Obst. Oh ja, jetzt wird es wirklich weiß. Wer mit der Weihnachtsdekoration kombiniert, ja, wir sind ja im asiatischen Raum, wir haben es gerne mit der Weihnachtsdekoration. Das habe ich auch schon öfters gesehen. Die Pilzlampen, die hoffentlich jetzt bei uns im Herbst demnächst kommen werden. Auf die warte ich ja schon die ganze Zeit. Hübsch mit den Baumscheiben als Bodenplatten. Als Trittplatten. Sehr schön. Ja, auch wieder Häuser. Denn jetzt lang. Da war das Museum. Da waren wir vorhin schon drin, dann schauen wir mal hier. Oder eine Beachbar. Asiatischer Garten. Ein kleiner Acker. So, da sind wir wieder in dem Bereich. Entschuldigung, ob ich hier weiterkomme. Ein kleiner Campingplatz. Ist auch schön dekoriert. Mit den Zwergen ist auch wirklich süß. Ich stehe auch total auf die Zwerge. Ich versuche sie auch zurzeit zu sammeln, aber in letzter Zeit bekomme ich keine anderen Varianten mehr. Ist schon schade. So, gehen wir mal hier lang. Auch wieder ein bisschen Pilzdeko. Und Rainer, der versteckte Strand. Der Piratendeko. Das ist auch niedlich gestaltet.
hat ja so einen asiatischen Touch. Das ist wirklich schön. Das ist ein kleiner, niedlicher Bereich. So, wo gehe ich denn jetzt lang? Schaue ich mich hier nochmal um. Das ist wirklich hübsch gemacht mit den kleinen gestalteten Häusern. So, dann gehe ich nochmal weiter nach unten. Ich würde ja gerne den weißen Bereich hier sehen. Hier sind also die Steine. Wenn ich rüberkomme. Ich liebe ja Abkürzung. Ein schöner Wasserfall. Ein kunterbuntes Blumenbeet. Hier ist alles sehr weiß-blau. Das ist auch eine schöne Kombi. Wie komme ich da an? Mit den Enden in Weiß davor. Zuerst ein kleiner Graben. Ja, ich glaube, das war es dann jetzt schon mal. Ich kann euch einfach nur raten, besucht diese Insel selbst mal. Den Code seht ihr ja wieder in der Beschreibung. Füge ich euch wieder hinzu. Und ich würde mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Über ein Like für das Video oder einen netten Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal.